Kneipe, so ein Schmuck. Let's mal komm! Hol die Fische halt, du zwei Kinder. Ich bin nicht arm und nicht reich. Ich bin halt so der ganz normale halt. Wir haben die Aufgabe, Schüler fit für den Beruf zu machen. Ja, habt ihr auch schon mal überlegt, irgendwie wieder versuchen, vielleicht Abitur zu machen nach eurem Abschluss? Ja, Abitur. Nee, nicht. Ist nicht meine Richtung. Ja. Wir kümmern uns als Schule schon immer, weil es auch unsere Aufgabe ist, darum, dass die Schüler am Ende Klasse 9 auf jeden Fall in die Arbeitswelt reinkommen, dass sie einen Ausbildungsplatz suchen, dass sie den finden. Ja, ich will ja zwar auch schon was mit Menschen machen, aber ja, im Einzelhandel. Am Anfang der Klasse 8, wenn man einsteigt mit dem OEB-Unterricht, ist es so, dass die Schüler in der Regel 3, 4 Traumberufe kennen und die nicht mal richtig und die anderen, was weiß ich, möglichen 100, 200 Berufe, die es auch noch gibt für Hauptschüler, da haben die eigentlich gar keine Ahnung davon. Jetzt frage ich einfach mal rein um und ihr sagt, was ihr werden wollt. Hoko, was willst du werden? Elektroniker. Elektroniker. Als Hauptschüler, das wird schwierig. Wie Mufti? Also ich will Einzelhandelskauffrau. Okay. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich will Friseurin oder so mehr. Okay, was Kaufmännisches im Büro. Büro? So mit Kaufmann, Einzelhandel oder so. Da, wo man halt mit Leuten zu tun hat, ist gut. Okay. Also wenn ich mir das jetzt hier alles angehört habe, werden einige von euch auch sich erstmal nochmal informieren müssen, wie die Zugangsvoraussetzungen sind für die Berufe. Also ich sag mal, Elektroniker wird schwierig, Mechatroniker wird schwierig. Die Situation für die Schüler nach der Schule, das wissen sie auch, wird ja auch immer prekärer. Und wir brauchen immer mehr kreativere Ansätze, um unsere Schüler so gut wie möglich in die Arbeitswelt reinzubringen. Ihre Zeit für uns aus, damit die uns helfen können, einen Job zu finden, eine Ausbildung. Und das finde ich halt schon gut. Die machen sie ehrenamtlich, also kriegen auch nicht Geld dafür. Die können uns richtig helfen bei Bewerbung schreiben, Ausbildungsplatz suchen. Die helfen schon mit. Ich war in meinem Beruf mit Lehrlingsausbildung beschäftigt. Ich bin in verschiedenen politischen Organisationen tätig und das Thema mit dieser Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen treibt auch mich um, schon seit längerer Zeit. Und ich sah da eigentlich eine Möglichkeit, den Jugendlichen irgendwie zumindest helfen. Ob es jetzt mehr Ausbildungsplätze dadurch gibt, das ist ein Unding, aber sie haben eventuell bessere Chancen. Ich meine, okay, du hast ein Praktikum da gemacht, aber es gibt ja noch was anderes. Weil die sind alle überlaufen, die Kfz-Werkstätten. Die Betriebe haben zum Teil ja von dem Projekt erfahren. Das ist also ziemlich in der Öffentlichkeit publiziert worden. Die gehen auch davon aus, dass die Jugendlichen, die mit diesem Projekt zusammengekommen sind, die also mit uns zusammengearbeitet haben, etwas motivierter sind wie Schüler, die also direkt von der Schule nur kommen, ohne irgendwelche bestimmte Begleitung. Ich glaube schon, dass die Schüler, die wir betreut haben, bessere Aussichten haben. Ich könnte mich mit der Firma in Verbindung setzen, im Falle, dass die dich oder euch alle zu einem Gespräch einladen. Ich bin in Prag geboren und bin seit 40 Jahren in Deutschland. Und da habe ich damals schon gesehen, die Probleme, die auf Migranten oft gekommen sind. Und jetzt hat sich das noch verstärkt. Und dadurch, dass ich sehr viel gute Erfahrungen mit der Arbeit bei der Caritas hatte, habe ich gedacht, diese gute Erfahrungen, die kann ich da bei Startklar auch einbringen. Das habe ich ja noch gar nicht gehört. Weil, was ist das? Was muss man machen? Kriegt man da auch einen Realabschluss nach den 2 Jahren? Sie fragen sehr viel Sache aus dem Berufsleben, weil ich auch interessante Berufe hatte und mehrere Sprachen sprechen, dann sind sie natürlich sehr begeistert und möchten sowas Ähnliches auch machen. Aber ich habe gesagt, Leute, erst müssen halt die Zeugnisse stimmen und man
muss nicht gleich jetzt alles auf einmal machen. Man kann auch auf dem zweiten Bildungsweg irgendwas schaffen. Dieses Startklar-Projekt jetzt, das ist einfach eine neue Qualität. Das ist noch ein Baustein mehr, der uns hilft, unsere Schüler noch erfolgreicher zu vermitteln in die Arbeitswelt. Also ich finde es besser wie in der ganzen Klasse, weil da kann sich dann der Lehrer nicht mehr auf alle konzentrieren. Wenn wir dann nur zu viert oder zu 15 sind, geht es viel besser. Die Nachhaltigkeit von Startklar schätze ich sehr hoch ein, weil die Seniorpartner doch schon eine ganz andere Seite bedienen, als ich das kann in meiner Funktion als Lehrer. Weil die Seniorpartner sind ja eher so, ja, also nicht bloß Wissensvermittler, sondern auch Betreuer, Prozessbegleiter. Das kann ich ein Stück weit schon auch leisten, aber nicht in dem Maß, wie das ein Seniorpartner kann. Weil ein Seniorpartner sich ja viel, viel intensiver mit den einzelnen Schülern in der Kleingruppe beschäftigen kann und sich auch mit den Problemen auch viel intensiver auseinandersetzen kann. Ja, hat es auch sehr viel geholfen. Jetzt bin ich mir schon sicher bei Vorstellungsgesprächen, Telefongesprächen, da habe ich jetzt mehr Erfahrung. Da macht Spaß bei diesem Projekt.